Ja, so, und dann sind wir hier schon wieder bei meiner lieben Mama. Die hat nämlich heute Geburtstag. Und da nehme ich euch jetzt natürlich auch wieder mit. Also, los geht's. Hallo! Hallo! Alles Gute zum Geburtstag! Dankeschön, mein Schatz! Hallo! Danke! Ja, da sind wir schon wieder. Die Anlagen kommen dann auch gleich. Ja, und jetzt gibt es noch einen Umschlag. Nee. Doch. Hast du schon was für Silberhochzeit? Das war jetzt noch zum Silberhochzeit. Das ist jetzt für den Geburtstag. Mann, nehmen Sie das. Schäme mich doch. Muss ich doch nicht schämen. Was ich da irgendwie. Ja, ne? Mama Rosi. Ja. Habe ich hier was drin gegessen? Was ist denn was Spannendes? Leckerli? Nein! Ja, stimmt! Ein Lätzchen! Oh ja, ja! Ah, wegen der Kleckerei, ne? Ja, genau, sehr gut. Wegen der Kleckerei! Das ist eine gute Idee! Schön, du machst ja mal alles! Voll mit, ja. Ich habe lieber ein neutrales Weißes genommen. Ja, das kann man schön kochen dann. Ja, ne? Genau. Ja. Siehst du auch die und Flächen, ich habe gedacht, ja, heute kleckere ich mich nicht voll. Ich habe mir einfach normales. Hey. Was bringst du denn, Rosi, da? Hallo. Ein fremder Onkel. Hallo, Schatz. Kriegst du einen Süßen? Guck doch mal. Kommt rein, ihr beiden. Oh, wie hübsch. Hallo. Setzt euch in Augen, Gerd. Wie sieht er aus? Gleich alle, ne? Was bist du denn? Ben Trinkerhau, ne? Hallo, Ben. Jo. Ja. Jo. Hier ja. Bin ich. Ich mach mal so. Ja. Komm, ist jetzt mal, na, da muss er was tun. Ja. Das ist nichts Neues. Hast du noch mal irgendwas zum Umrühren, Mama? Habe ich jetzt nicht mitgenommen. Ja, mach. Ich bin jetzt stehen hier. Miro, Lara und Lottis. Aber kein Schubling. Ich hab das schon mit einem Löffel gemacht. Ja. Eine Gabel oder was auch verarbeitet. Hauptsache es rührt. Aber hättest du nicht lieber die langen da reinpacken sollen und die kurzen in die? Nee, jetzt nicht. Jetzt das kann ich doch umgießen. Jetzt habe ich das Zeug aber hier drin. Ja, dann machen wir das so. Ja, das muss jetzt für die hier sein, damit die ein bisschen länger halten. Prost. Weil sonst da laufen die dann noch mehr. Ja. Da. Genau. Die Ehe und darum
aufzustehen. Mach ich gleich. So, platzen. Alle platzen. Alle platzen. Woche Gesundheitsschuhe anziehen, weil nichts anderes ging. Kannst du da sitzen? Ja. Das macht Maute, die sitzt auch rum, ne? Oder hat er das nicht? Passt immer auf, ob seine Mama. Nee, der hat ja noch so einen richtigen, so reingeschnallt wird. Oh, das ist deine Tasse, der Kuchen mal. Schön. Ein bisschen heiß, ne? Lass mal einen Moment stehen. Hat Oma zu heiß gemacht. Willst du den nehmen, hast du ihn? Ja, den nehme ich. Ja, den nehme ich. Ja, sicher. Der ist mal ein bisschen besser als der Polster. Ach, oh, passt schon. Den Tortenheber. Mama, wo hast du noch einen Tortenheber? Kerze. Ja. Kerze an, ne? Hier ist ja einer. Mhm. Ihr liegt. Das sagst du zu dem Besteck. Super. Schön. Aber hier habe ich mir machen lassen. Welche rutscht der Puppe vom Kissen dran? Blumenladen. Schön. Ich schnappe mal die Milch. Mhm. Das geht dann schon besser. Kannst du mal schieben? Ja, ich schiebe. Sollen wir den mal probieren, Ben? So, nee. Hier, Mutti auch noch eins. Ja, damit. Da ist noch jemand. Oh. Schmeiß um. Ist der Kindergarten auch so schüchtern? Mhm. Nö, das steht eigentlich. Ja, das steht auch. Das sieht groß aus, Kinder, ne? Ja. Wenn der Silber auf sein waren wir ja alleine. Das ist aber, finde ich, das ist genau richtig. Nur noch Salz und Kinder. Hans? Ich glaube, die Kinder werden wohl nicht kriegen. Ja. Wer weiß, du. Die Uwe, die riefen an und sagt, Katrin, da war es schon 6. Und sagt, ich bin gerade nach Hause gekommen. Ich muss um 5 Uhr heute Morgen los. Der eine Backofen ist kaputt gegangen, ging alles durcheinander und oh, sagt, sie musste Brötchen ausliefern und sagt, ich bin so kaputt. Und wenn ich jetzt in eine Wanne gehe, sagt sie, dann schlafe ich ein. Hat der Junge, du hast, ne? Ja. Es kann Opa heute gar kein Kakao trinken, ne? Hat er Pech gehabt, ne? Das glaube ich, ja. Also, dafür ist nicht mehr bleiben. Nee, super. Ich werde nächste Woche mal hinfahren. Machst du den Mund sauber? Ja. Glaube ich sowieso noch nicht dran. Erst wenn das passiert ist. Du erzählst das schon seit wieder ein paar Jahren, dass du da hinfahren. Ist dir so warm, weil ich die Ärmel hoch. Ja, ja. Kuschel dich aufs Sofa. Geh auf den Sessel wieder. Machst du eine Pause? Ja, dein Lieblingssessel, genau. Ja, genau. Da hat es hier im Wohnzimmer. Alles weg. Alles. Naja, man kennt das ja sonst nicht. Ja. Ey, alter Mann, was machst du denn nochmal? Platz. Was soll ich weggehen? Nicht so fest drücken. Zitronensahne ist das. Ja, Kartoffelsalat gegessen und schmeiß weg. Und Milch musste mal rübergeben und Zucker. Geschenke, danke schön. Jetzt können wir wieder gehen. Prost. Aber fand sie gut. Ich wusste ja, dass sie zweimal feiern will. Die wollte ja nur zweimal Geschenke haben. Natürlich. Die ist ja abgezockt. Umso älter, umso schlimmer. Ja, schmeckt auch gut. Hallo. Hallo. Klopf, klopf. Ja, klopf. Ja. Na, alles gut. Ich einen Augenblick setzen. Einen Augenblick, ja. Ich gehe da hinten hin, oder? Was ja, das ist. Da wird doch gar nichts gemacht. Na, Gott sei Dank. Das geht aber den Unternehmern alle so. Tropf, 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 tropf. Hab ich schon gekleckert? Ja. Immer schön daneben. Also. Kann man eh den Kamen drin. Ich hasse Paparazzis. Prost, Prost. Hier, guck mal, schön mit Sprudel. Ja, toll. So. Das ist das der Große? Der Zweibeiner? Könnte das sein? Könnte das sein. Das könnte noch sein.
René. Ach, das hier, René. Das Brot. Hey, mein Gott. René! Das ist eigentlich das Familienbrot. Ja, aber nicht so laut, da oben schlafen so können. Das kannst du gerne Mama mitnehmen, ne? Das kann ich auch wieder mitnehmen. Hast du mal nehmen? Das müsste vom Aussehen her das Familienbrot sein. Hast du mal ein Hemd an? Aber das ist sehr dunkel. Wenn das so dunkel ist. Nee, normalerweise habe ich nackt. Das haben wir ja. Das mag ich machen wir doch alle gern. Das Dunkle. So ist es. Und ja. Da? Wie geht's Opa? Ja, der ist den ganzen Nachmittag auf mit im Wohnzimmer. Sehr schön. Ja. Ja, wir hatten ja vor 2 Tagen hatten wir ja Silberhochzeit. Ach nein, wie schön. Ja. Aber das haben wir auch nicht groß gefeiert, weil durch diese Corona konnten wir ja nicht im Lokal feiern. Und da haben wir das eben innerhalb der Familie, meine Kinder, meine Tochter und mein Sohn aus Cuxhaven waren nur da. Die in der Mitte, da ist Kimberly. Das ist Kimberly und das ist Vivian. Und das ist Denise, das ist Uwe, seine Tochter. Vorhin alles falsch. Und hier? Und das ist die Hochzeit von Vivian mit ihrem Mann. Es gibt keine andere Erklärung. Kimberly. Vivian. Wie heißt die Kleine nochmal? Kiana. René. René. Edmana. René. Häusena. Mama. Rosemarie. Hans. Hannes. Matthias. Das ist die Hochzeit. Der Mann. Und das ist Vivian und die Lütje. Und Kiana. Kiana, ja. Das war die Taufe von der. Nein, die Taufe. Warte mal, wo ist denn das Hochzeitsbild? Das ist Anja. Das war Anja, ja. Guck, auch hübsch, ne? Ja. Natürlich. Ja. Die heißen Viviane und Panagiotis Zigaras. Kann man sich doch merken. Ja, doch. Aber wie gesagt, und der Mann? Und das sind die Geschwister von ihm, von dem Türken. Griechen. Mensch. Es kommt immer wieder durch. Das Opa und Oma und Konfirmation von René. Hier, weiter. So. Und das ist meine Cousine und Cousin Waltraud und Wolfgang Vogler. Sind beide tot. Die waren auch lieb. Die waren auch lieb, ja. Und denn? Die sind die Bückens. Das sind die Bückens. Mit ihren auch tot. Elektrofasern. Ja. Auch tot. So, auch tot. Sie stirbt doch zuerst, glaube ich, sogar. Ne? Ja, und dann ist er. Knapp 2 Jahre später ist er dann. Da sind noch mehr. Hol noch mehr raus. Ja, hol noch mehr raus. Die stehen da doch wieder dreifach hintereinander. Je nach Wichtigkeit. Das ist René mit Benji. Und der hübsche Benji, ja. Das sieht aber ja aus. Der war da noch so niedlich. Der René? Nein, der Benji. Das ist Claudia. Das ist die Claudia. Ja. Dietmars Tochter. Genau. Alles fällt runter. So, was habe ich hier noch? Claudia und ihr Freund, aber die sind ja nicht mehr zusammen. Hat sie gerne. Auseinander. Ja. Jetzt genug. Jetzt muss ich erstmal alles wieder hinräumen. Ja. So. Das war die hier gesamte. Oben, es geht noch weiter. Die oben, die kennst du alle. Nee, mach oben weiter. Wie? Wie jetzt? Diese? Ja. Matthias, Edmana und. Warum guckt der so traurig da? Ja, weil der immer so ein Gesicht gezogen hat auf Fotos. Der muss immer heulen, dieses Kind. Hier ist er so frech, da. Da war er ausnahmsweise.
ausnahmsweise hat er dann mal gelächelt. Ja. Hat er sich jetzt eigentlich einen neuen Schuh besorgt? Einen neuen Stock? Nee. Der ist schon verfallen, gell? Naja, sag ich dir doch, dass der verfallen ist. Du denkst aber dran nächste Woche, dass sie nicht da ist, ne? Ja, ich muss morgen hin. Und ich muss auch noch Tabletten haben. Fotos hier? Diesen Deckel hier, weißt du, wo der geblieben ist? Nein, weiß ich nicht. Ja, das weiß ich der auch nicht. Mama, der hat ihn wohl da hinten hingelegt. Meinst du, ich mach sowas nicht. Nein. Wer war das noch? Und den Käse müssen wir noch ein. Was soll ich damit? Im Kühlschrank packen. Das noch und das muss noch im Kühlschrank, ne? Und das andere packe ich schon. Naja, passt nicht mehr ganz. Nachtisch genommen hier. Ach, die sind gut, ne? Aber gerne. Könnt ihr alles essen, was ihr seht. Das ist alles essbar. Ach, schlaf gut. Und den gibst du mir. Oh, gibst du mir mal den Heringssalat darüber? Ja, Schatz. Bitte schön. Was mit der Wurst? Wo willst du die? Die kommt auch. Die habe ich schon zusammengedrückt. Die kannst du da hier in das gelbe Tier reinkommen. Ja, ja. Ich denke mal drüben, ne? Ich leuchte euch jetzt heim. Ja. Hier ist die heilige Kerze in Bewegung. Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne. Geh aus, Baby. Ich leuchte euch jetzt heim. Die Kerze verfolgt uns doch schon den ganzen Tag. Das ist so. Ist das so? Ja. Muss die abbrennen? Die muss bis unten hin abbrennen, ja. Oma hat zu viele, die müssen jetzt weg. Und was ist, wenn jetzt Wind kommt? Dann geht sie aus. Dann haben wir muss ein Problem. René wieder anmachen. Aber die sturmfest und erdverwachsen, ja, so sind die Niedersachsen. Genau. Von Gail. Die Kerze wieder! Die Kerze ist wieder da. So, jetzt geht's rund. Jetzt kommt der Sprit auf den Tisch. Da Oma? Ja? Hast du deine Blume ausgepackt? Nein, das mache ich aber sofort. Gut, gut. Packen wir die Blume aus. Hübsch. Sehr hübsch, ne? Sehr schön. Ja, sehr schön. Muss ich mal überlegen, wo ich sie hinstelle. Ja. Wir können sie ja erstmal noch mit rübernehmen. Was? Nehmen wir sie erstmal noch mit rüber. Ja. Sonst glaubt die Claudia das nicht, dass du die ausgepackt hast. Ja. Sehr hübsch, Claudia. Ja, seht ihr das? Ja, sehr hübsch. Gut. Ja, mein Schätzchen. Und sind die echt? Dankeschön. Nein, sie sind aus Plastik. Ja. Nein, sie sind echt nicht. Ja, ich hab, die alle direkt so, ja, ich weiß. Also bei sowas bin ich immer raus. Ja, ne? Ja. Eine echte Küstenreide, die gibt's bei uns oben. Ja, ich mach extra deine Kostenblüten schon, ne? Extra zum nächsten Supermarkt, ich nehm das da. Vor der Kasse. Gibt's noch was, was weg muss? Was ist denn hier runter, der uns hier? Claudia, möchtest du Sekt trinken? Ich glaube, es ist kein Sekt mehr da. Wie ein guter Film. Man trinkt und trinkt und trinkt und die Flasche wird heute nicht leer. Ja, das wäre toll. Ne? Die unendliche Flasche. Nee, aber sind also alle echt, ja? Ja. Ja. Ching, ching. Immer schön freundlich. Ist dann? Bitte schön. Danke. Reicht aber? Ja, natürlich. Auf deinen Geburtstag.
Danke, Mann. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Mama. Happy Birthday to you. Das kann ich Mama sagen. Das muss der Mama sagen. Jetzt auf Ex, ne? Ja, sicher. Und raus. Danke. Ja, wie gesagt, ich mache halt die ganzen Videos auch für die internationalen Zuschauer. Ich habe viele Abonnenten aus den USA, auch von den Philippinen und Australien, Neuseeland, gucken welche zu. Deswegen mache ich mir die Arbeit, wirklich alles auch zu untertiteln. Warum gucken die sich das an? Gibt es da irgendwelche besonderen Inhalte? Ich möchte es nur verstehen. Hast du schon mal irgendwie was auf YouTube geschaut? Irgendein Kanal, der dir gefällt? Weiß nicht, nähen oder klöppeln oder wie koche ich einen Eintopf? Ach so, nee! Warte mal. Moment, lass mich kurz überlegen. Nein. Was ist denn klöppeln? Das ist so eine Handarbeit, die macht man mit so Stäbchen. Werden die alten holländischen Frauen und denen, da kommt nur das Klöppeln her. Das sind alle, die mit Fäden fängt das an. Aha. Und das sind so Klöppel und die werden dann so ineinander geschlungen und dann so Spitze. Spitze. Ja. Okay. Also wir waren ja eigentlich gerade bei dem Thema, was an deinem Channel so toll ist, dass Leute aus dem Ausland sich das angucken. Ja, weil es denen halt gefällt. Ja, was genau? Wenn ich mache zum Beispiel die Vergleichstests über die Kameras und die Drohnen. Das macht Sinn. Und das kommt eigentlich auch ganz gut an. Ich habe auch schon Pferdevideos gemacht, wo ich mir eine Pferdemaske übergezogen habe und dann eine Grundschule besucht habe. Und alle waren etwas aus dem Häuschen, aber... war zum Essen hingekommen. Und aber nicht mehr ganz so laut herum. Es ist aber noch keine 10 Uhr. Wir achten darauf. Ja. Natürlich. Yes. Wir sind keine mehr. Jetzt kommt der Stammbaum. So. Noch vergessen, der ist noch Stammbaum. Ah, der ja. Schön. Ja. Danke, Mama, dass du uns die gesamte Familiengeschichte hier offenbart hast. Ja. Es war sehr interessant. Siehste. Ja. So, jetzt machen wir Abendbrot. Jetzt machen wir Abendbrot. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst mir einen Daumen nach oben da und einen kleinen Kommentar. Und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Also bis dann, euer Matthias.